Und herzlich willkommen zu Daily Vlog 2 in den Ferien. Heute haben wir uns mal was anderes ausgedacht. Nicht nur Märklin, ist ja langweilig. Heute haben wir mal eine Mehano Trainline, die wir auf eBay für insgesamt 40 Euro ersteigert haben. War neu. Spur ist H0. Wir haben noch ein paar Waggons dabei. Eins, zwei und noch einen Rückwagen. Das ist der Fernglas von zwei. Das hier. Das ist die Mittelmotor und das hier ist die Unimotor, die leichte, daran erkennt man das. Das ist hier das Trafo, was hier am Stecker angeschlossen ist. Das ist jetzt hier das. Und was blöd ist, dass wir immer diesen kleinen Drähten da dran machen müssen. Das ist etwas fieselig, aber es geht. Da rein. Und... gefährt. Und das ist schon cool. Was auffällt ist, die Lampen hier vorne, die leuchten tatsächlich gelb. Und wenn ich jetzt rückwärts fahre, dann leuchten die sogar rot. Das kann ich euch mal zeigen. Chrissy ist auch wieder dabei, der jetzt mal eben steuern wird. Hallo? Hallo. Und ich würde sagen, jetzt leuchten die Lampen. Noch nicht. Die Lampen leuchten momentan. Gar nicht. Warte. Komm mal los. Jetzt ist es der Rückwärtsgang gerade gewesen. Da blinkt es gerade rot. Das hier ist der Rückwärtsgang. Komm mal vorwärts. Wenn wir jetzt vorwärts fahren, dann muss ich weg. Und wenn wir jetzt geradeaus fahren, leuchtet es gelb. Ebenso bei dem anderen. Was wir hier an dieser Eisenbahn noch auffallend sagen können, hier hinten haben wir sogar noch diese kleinen Aufnahmeteile für die Oberleitung. Das tatsächlich funktioniert, finde ich gut, aber wenn man sie dann wieder einklappen will, geht das auf jeden Fall sehr gut. Besser als bei den Märklin, da gehen die nämlich teilweise gar nicht zu. Und das ist schon gut. Dazu, das ist leider pures Plastik, ebenso wie die Räder, das ist alles Plastik. Die Schienenqualität mangelt auch etwas. Und das ist natürlich kein Vergleich zum Märklin, weil das ist schon irgendwie ein anderes Niveau mit diesem Plastik hier. Das hält auch wirklich nicht lange. Und ja, hier ist noch eine kleine Galerie mit Videos. Und dann. Hättest du noch wissen. Hättest du noch wissen lassen sollen, dass das. Also wir haben jetzt etwas mehr damit noch gespielt und getüftelt und wir sagen, wir geben als Feedback, ist okay, aber es geht besser. Wir bleiben immer noch bei der treuen Märklin. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne unsere Videos, wir sind jetzt noch weiter am Daily Vloggen, mehrere Eisenbahnvideos, also abonniert jetzt für mehr cooles Zeug und dann sehen wir uns morgen in Daily Vlog 3 wieder. Denn bald ist ja Weihnachten. Weihnachten werde ich auf jeden Fall vloggen, weil dann kommt nämlich die Märklin Mini Club ins Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.